Hallo! Also wir freuen uns hier heute tierisch hier mit das Roland. Fass ist voll, ja, und mit, ja, genau. Sonne. Ja. So, und da kommt der Burger King. So, heute Abend erwarten wir den Jungschauspieler. Da ist er, die Vincent Hadel. Und hier ist die Saskia Valencia. Schön, dass du da bist. Dankeschön. So, und jetzt fehlt noch einer. Wir haben drei Gäste. Wer ist das? Da ist er. Ben. Ja, herzlich willkommen zum 22. Das Maß ist voll. Und wie ihr, zumindest die nicht zum ersten oder zweiten Mal da sind, Ali ist auch wieder da, ja, der Burger King habe ich auch, da ist unser Burger King, der Bürgermeister ist auch wieder da. Also Politprominenz. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Obwohl 12 Plätze sind noch frei, aber man merkt das gar nicht, ne? Super und lang ausgehalten. Ansonsten kommen wir wieder mit dem, was ist das? Es gibt ja, der Schweigefuchs ist aus, es ist ja das in. Das ist in. Was soll das sein? Das Einhorn. Nee, das Einhorn. Das ist das Einhorn. Das Einhorn ist, also machen wir nicht, Einhorn mein, ist so. Mein lieber, das ist ein anderer. Ach so. Das ist der, den du brauchst. Mein lieber Melvin, alles Gute für deinen Hals. Ja. Gott, der Hals. Das war nicht mit einem Zug. Das ist doppelt so schwierig. Also viermal im Jahr trinke ich das. Ich weiß nicht, nochmal, bevor wir loslegen, wir haben ja, natürlich der Werbeblock. Also falls der ein oder andere Interesse hat, und da muss man auch mal wirklich sagen, das ist was ganz Fantastisches. Es gibt wirklich, auch kein Witz, es gibt wirklich eine Special Edition von diesen Schuhen mit diesen Ornamenten. Da steht einmal Dienstlaken drauf und es gibt wirklich interessante Orte aus Dienstlaken, die sind hier drauf gedruckt. Wir haben die Genehmigung der Stadt dafür bekommen. Und auf der anderen Seite, es stehen sogar wirklich die, ja, was sagt man, der Fanclub von Das Maß ist voll. Wie viele sind heute da? Ich weiß, ihr seid eigentlich drei. Liebe Saskia, alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Mit Melvin Schulz, genannt Manningmann, unserem Pianist, heute wieder mit exakt gesundem Kehlkopf. Saskia, noch einmal ganz offiziell herzlich willkommen hier in Dienstlaken. So, dann Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch. Russisch. Das, ja, говори по-русски. На здоровье. Mehr geht nicht. Also, Raboti, das machen wir hier. Rabotach. Rabotach. Ja, Infinitiv. Rabotach. Rabotach, Infinitiv. Nee, nicht. Ich habe hier so viele Fragen. Okay, müsst ihr morgen ins Büro oder? Tierarzt Dr. Engel, Klinik unter Palmen, da möchte ich gerne nochmal die Drehorte mit dir besprechen, wenn wir noch Zeit haben. Rosemunde Pilcher, ist das wirklich diese tollen Cornwell? Oh, so ist schön. Das, oh, herrlich. Auch ein eigenes Buch wahrscheinlich. Da gibt es den schönsten Yoga-Lehrer der Welt. Herrlich. Auf mit Palmen. Es passt einfach auch öfter. Ja. Warum hast du ihm eben zugezwinkert? Oh, was, er soll jetzt gut, mal, ne? Zwischenmusik machen? Halt mal die Frau vom Reden ab. Nein, nein, nein. Das ist genau das Zeichen, weil wir reden jetzt gerade von gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ach so, ah. Ach, da gibt es auch eine Musik, ne? Jetzt überleg mal, wie war das? Sehr gute Zeiten, guck mal. Schlechte Zeiten. Oh. Hä? Wer hat nachmittags nichts zu tun und guckt Fernsehen? Ist immer noch, ne? Ich weiß es, Entschuldigung. Ich habe es auch nie geguckt, ja, selbst als ich es gedreht habe. Darf ich noch mal ganz kurz den Fanclub, Das Maß ist voll, hier auf die Bühne bitten? Du bist unser erstes Ehrenmitglied von Das Maß ist voll. Wow. Wir freuen uns sehr, diese Shirts zu überreichen. Danke. Und einfach nur ein Shirt zu überreichen wäre langweilig.
Und wir dachten zusammen, wir alle nehmen mal einen kleinen Stolperknaben. Gott sei Dank. Endlich mal. Saskia, das war nicht abgesprochen. Ja. Ein Bauer stand vom Scheunentor und guckte durch die Ritze. Von hinten fiel die Sense um und haut ihm ab die Spitze. Ein Stummel bleibt zum Trost. Prost. Ja, Prost, ich hatte schon. Boah, das ist nicht gut. Okay, also noch einen großen Applaus. So, Amen, ja. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Ben Perdige, wir kennen uns seit ewigen Zeiten. So. Ja, Wahnsinn, nicht? Ja. Und jetzt sogar geklappt, du hast einen kleinen Sohn oder ihr habt einen kleinen Sohn? Ja, das ist die Frucht unserer Lenden, ja. Die genau. Frucht eurer Lenden. Applaus, würde ich mal sagen, nicht? Applaus. Und... Da ist er. Ich wollte den einmal haben. Dankeschön. Dankeschön. Das bietet sich einfach immer wieder an. Ich möchte auch nochmal, also das hat er sich verdient. Melvin Schulz-Menning war. Wirklich. Jetzt aber Folgendes. Der kleine Mann kommt auf die Welt. Ich gehe am nächsten Tag halt Wesel, da Einwohnermeldeamt und sage, gute Frau, ich möchte ganz gerne meinen Sohn anmelden. Der Sohn heißt Oskar Herkules Perdige. Da sagt die, nee, mach ich nicht. Da kommen sie nochmal wieder mit ihrer Frau und die muss das hier bestätigen. Ach. Ja, ist wirklich so. Ist kein Witz. Ja, da musste ich halt... Also... Hat man dir das nicht abgenommen? Hat man mir nicht. Sie hat auch gedacht, das ist so ein besoffener Typ ja, da, der ja, gerade hier Baby pinkelt, ja, weißt du? Und du heißt Herkules, komm. Also da muss ich sagen, bei Herkules hätte ich jetzt nicht gezuckt. Ich meine, ich und da war dann so ein Typ, mit dem habe ich ein Foto gemacht für die SPD. Damals konnte man das nochmal. Herr Heininger, und SPD, das ist unser Bürgermeister. Ja, die sind jetzt so granatenschlättig abgerutscht, möchte ich nur mal so am Rande bewegen. Entschuldigung. Und so böse. Und der und Vincent! Woo. Vincent! Okay, also Glück gehabt, nicht bei der Mama am THG. Nee, wo ist die Mama? Das war auch eine bewusste Entscheidung, aufs OHG zu gehen. Wobei, ich meine, wenn das so gewesen wäre, dann, dann wäre das so halt, ne? Dann wäre ich wahrscheinlich ausgewandert. Ehrlich? Apropos Making of, was trinkst du? Hier, Stolper. Nein. Ich nehme ein normales Wasser mit Kohlensäure. Ja. So, dann ging es aber los. Nicht tot zu kriegen. Ja. Das war mit Jochen Busse schon? Jochen Busse, Caro Vier und Tristan Seif. Da hattest du eine Episodenhauptrolle. Hauptdarstellerrolle. Episodenhauptrolle. Ja, so, du warst im Playboy. Es gibt ja, ich habe mal wirklich recherchiert, es gibt ja fast keine Schauspielerin, die nicht im Playboy war. Mit Katharina Witt und Anastasia Kinski. Genau, Katharina Witt war vor mir. Ja, und als sie mich gefragt haben, war ich 36 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern. Hammer. Und hatte auch schon eine Karriere. Ja. Also das war nicht so, dass ich so 22 war und dachte, jetzt zeige ich mal meinen Busen. Ja. Und das ist alles noch völlig unverbraucht, dieser Körper, sondern also, das war schon ein bisschen in Benutzung. Also 36... Einsatz, Pianist, du hast wieder nicht... Es war schon in Benutzung, dankeschön. Jetzt, du bist unaufmerksam, ja? Du bist unaufmerksam. Ich könnte eigentlich auch... Braucht der Playboy noch Leute? Weil ich bin jung und... Brauchst das Geld. Ich hab den nötigen Busen. Ja. beim nächsten Mal dabei ist, und zwar am 4.9. wird Norbert Heisterkamp kommen. Ja, und dann sagt ihr, wer ist Norbert Heisterkamp? Also, wer Otto, den Film Die Sieben Zwerge kennt... Norbert Heisterkamp ist der größte Zwerg in Deutschland. Also, wir freuen uns ganz herzlich. Nochmal ein riesengroßes Danke an euch, an die Gäste. Ja, habt Fun, habt Spaß. Entert die Bühne und macht noch gerne Fotos. Wir räumen hier weg. Vielen herzlichen Dank, ihr Moderator Roland Donner.